In den Schweizer Alpen sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 5 weitere schweben noch in Lebensgefahr. Sie gehörten zu einer Gruppe von 14 Skitourenfahrern, die aufgrund schlechten Wetters nicht weiter konnten und bei eisigen Temperaturen eine Nacht im Freien verbringen mussten. Zu der Gruppe gehörten neben Deutschen auch Italiener und Franzosen. Ob unter den Toten auch Deutsche sind, ist noch nicht bekannt.